erste Murmel des digitalen Humanismus. Sie befinden sich in einem Zisterzienserkloster mit 15 Mönchen und vielen Mitarbeitenden, mit einer wunderbaren Schule, vielen jungen Leuten im Haus, auch Pfarrseelsorge. Meine Aufgabe ist, nicht nur die Räume zu öffnen, was wir hiermit tun, und auch ein bisschen etwas zu erklären und zu sagen zu den Räumen. Das Hören, das ist gleichsam das Vorzeichen des heutigen Tages, das ist das Vorzeichen unserer Expedition. Wir sind ja im Basislager und bekommen hier vom Heiligen Benedikt auch eine Stärkung, einen geistigen Proviant für diesen Tag. Herzlich willkommen, wir sind sehr gespannt und schön, dass Sie heute unsere Gäste sind. Jeder von uns, wenn man aus der Babel raussteigt, sagt man was, hört man was, das ist ein bisschen beunruhigt. Und das ist das Tolle. Also heute geht es darum, Dinge zu hören, die wir normal nicht hören, weil wir alle nicht gefangen, aber im selbstgewählten Babel sind und eigentlich ganz andere Meinungen nicht zuhören. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen heute hören Dinge, Themen, die uns vielleicht nicht so geläufig sind, wo wir eigentlich Einspruch heben wollten, und zwar ohne den Abt Reinhold wäre es nicht möglich. Und es hat sehr, sehr fein begonnen. Alles hat begonnen in einer Zeit, wo so die Krisen sich gemehrt haben. Corona, unter dem Eindruck von Corona, Hassmails, Menschen, die total verunsichert sind, hat einen Besuch in der Tabakfabrik gegeben, mit der Gemeinde Willering gemeinsam, und da haben wir uns kennengelernt. Und bei Gegenbesuchen haben wir festgestellt, wir haben vieles in der Tabakfabrik, nicht alles, aber vieles, aber wir haben keine Zeit für Kontemplation. Und aus diesen Gesprächen hat sich so eine gemeinsame Sorge und gemeinsame Hoffnung entwickelt, und wir haben gesagt, wir wollen eigentlich sie um die Fragen des Humanismus sorgen, und das wollen wir pflegen, und dann ist sozusagen auch von unserer Seite das Digitale dazugekommen, also der digitale Humanismus, so haben wir uns gefunden. Die Grundidee ist immer, und Sie sind nicht nur auf einer Expedition, sondern es ist vielleicht sogar ein Experiment. Inhaltlich ist es so, dass Sie sehen, die Religion hat ein Buch in der Hand, natürlich die Bibel, und es gibt es. Alte Testament, das Neue Testament und vielleicht darf ich ein paar Seiten eines digitalen Testaments mit dazufügen. Und diese leeren Seiten, die sollten wir eigentlich beschreiben. Und wenn Sie es jetzt umdrehen, da ist ein Altar, da kriegen wir einen Reiseproviant. Da ist einerseits so Dinge drinnen, sind Dinge drin, wie heute notwendig, das sind Sektionsflaschen, aber auch ein Block, ein Schreiber und ein Plan des Stiftes. Und wir bitten einfach, wenn wir in den Räumen die Impulse hören, dass man eben die wichtigsten Fragen, die sie aufdrängen, in der Stille mitschreibt, und die werden dann gesammelt bei der Netzwerkanalyse. Wir sind pünktlich, der Glockenschlag ist eingetreten, und das Eintreten ist jetzt die Aufforderung von uns, unter die Erde zu gehen. Wir sind hier in den Kellergewölben des Klosters. Hier hat es begonnen, vor fast 900 Jahren. Und da können wir ihn aber zurückbeziehen, den Begriff des Humanismus auf die Erde. Aus dem Stoff, aus dem wir gemacht sind, glauben wir, dass wir auch einen sehr guten Einstieg haben, wenn wir den digitalen Humanismus sprechen. Denn, und das ist auch eine Erkenntnis, die wir seit
Zeit gesamtgesellschaftlich machen. Unsere Welt besteht nicht nur aus Information, nicht nur aus Code, sondern offensichtlich auch aus Materie. Expeditionsteilnehmerinnen ist genau das, was wir seit 250 Jahren machen. Wir drehen die Durchflussmenge durch unsere Systeme immer mehr auf. Immer mehr Energie schicken wir durch. Wir verdoppeln zurzeit alle 25 Jahre unseren Energieverbrauch. Wir verdoppeln zurzeit alle 25 Jahre den Materialverbrauch, den wir aus der Erde beziehen. Das heißt, wenn wir heute auf Twitter sind und es gibt eine politische Diskussion, das wissen viele hier, bereits 60%, in der Ukraine, Russland-Krise und sowieso, 60% der Kommunikation, die dort initiiert wird, von Maschinen initiiert wird. Des Sterbens, die ein ganzes Leben sozusagen eingeübt werden muss, nicht um in Depression zu verfallen, sondern es ist eine Einübung in das Leben, weil jeder Augenblick kostbar und wertvoll ist. Totenkammer des Stiftes. Also alles spricht nach Endlichkeit, aber wenn man glaubt, geht es eigentlich um Transformation. Aber im Businessmodell würde ich sagen, es geht vielleicht auch um Disruption. Guten Morgen, ich habe heute Morgen von dir, Harald, gehört, vergiss dein Skript. Ich hatte gar kein Skript, aber auf dem Weg hierhin habe ich das, was ich sagen wollte, schon 5-mal umgeworfen und lass den Raum wirken und das, was wir bisher gelernt haben. Und mir ist hängen geblieben, auch seit gestern Abend, Dichotomie, Dialektik, Spannungsfeld, Gegensätze. Wir haben gerade gehört, Leben und Tod. Wir versuchen uns im Spannungsfeld zu bewegen zwischen Menschsein und, also Mensch und Maschine. Wir haben Digitales und Menschsein. Und ich komme jetzt mal rein mit dem Begriff der Utopie als Gegenentwurf zur Dystopie, weil ganz vieles von dem, was wir schon gehört haben, hat was Dystopisches. Und das Projekt, für das ich im Moment arbeite, versteht sich als Utopie und Utopie verstanden als einen Ort, den es noch nicht gibt, aber einen Sehnsuchtsort.
Beginnend mit dem ersten Stichwort von Manipulation, gemeinsam mit Ausforschung, also zwei Grundelemente von der Diskussion des digitalen Selbstbestimmungsrechts, das eben neu gefordert wird. Wenn wir uns derzeit anschauen, die Ausrichtung der digitalen Infrastrukturen der öffentlichen Räume, wissen wir, dass ganz klar ein kommerzielles Interesse in den Vordergrund rücken. Was heißt das für uns als Individuum? Genauso nicht nur auf individueller Ebene, sondern auch als Summe der Individuen, das heißt gesellschaftlich kollektiv, heißt das das Engagement, wie man nennt, das heißt Klicks und Views und Zeit, die wir in diesen Räumen auf Plattformen verbringen, eigentlich das ultimative Primat ist, wie diese digitalen Infrastrukturen ausgerichtet sind. Gestern mit einem Mathematiker und Philosophen, mit Blaise Pascal, aufgehört, mit dem Wort von der Größe und vom Elend des Menschen. Ich möchte heute mit einem anderen Mathematiker, Philosophen, Ökonom, Diplomaten, Politiker beginnen, auch aus dem 17. Jahrhundert, nämlich mit Gottfried Wilhelm Leibniz. Seine Zeit steht für Vernunft, Optimismus und Fortschrittsglaube, für die Zuversicht, die Menschheit werde vorangetrieben durch die Errungenschaften von Wissenschaft und Technik in eine lichte Zukunft schreiten. Leibniz ist ja ähnlich wie Pascal wichtig für die Computertechnologie, also die Algorithmen, für die er steht, die sind bleibend von Bedeutung. Er war damals durchaus fasziniert von der Automatenwelt von René Descartes, versteht aber anders als der Kartesianer die Natur und das Leben nicht nur als kompliziertes Maschinenwerk, auch die Reinigung der Vernunft, dass dieses Wissen um die Notwendigkeit, um die Beschränktheit unseres Denkens zu wissen, auch um die Relativierung des eigenen Standpunktes, das in Beziehung setzen zu den anderen. Zum Beispiel meine Rechte mit den Pflichten zu verbinden. Das ist da in der reinen praktischen Vernunft oder auch beim kategorischen Imperativ zum Beispiel der Fall. Adorno so den Hinweis, wenn wir zum Beispiel Lieben nur zum Postulat des Sollens oder Müssens erheben, dann führt das ins Gegenteil, in Kälte. Wenn wir zum Beispiel sagen, ja, Liebe, das wäre die Frage eines moralischen Kommandos. Das geht nicht. Auch die Frage, wer hat welches Wissen, wem gehört dieses Wissen, wie sieht Demokratie aus in dieser Wissensgesellschaft? Wissen, das ist ja schon mehrfach angesprochen worden, ist ja auch Macht. Und was, glaube ich, auch entscheidend ist, die konkrete Wirklichkeit von Leid, von Angst, von Unterdrückung, welchen Stellenwert hat das? Wird das wahrgenommen, zugelassen? Sind wir etwas so wie verwundbare Wesen, responsorische Wesen, antwortende, vernehmende, empfangende, gebende? Wir bewegen uns hier an der Schnittstelle von Kunst, von Technologie und Gesellschaft. Ich glaube, gerade auch unser Kreis bezieht ja die unterschiedlichen Bereiche ein, Ästhetik, Ethik, Wirtschaft, Politik, Technologie, Wissenschaft, auch Spiritualität. Die Optimierung des Menschen, der Technik, der Wirtschaft, der Moral, sie hat auch spirituelle Voraussetzungen.
und der Himmel wird geöffnet, aber den Himmel können wir nicht erschuften und erarbeiten, sondern im Grunde genommen schauen. Ein altes Bild für den Himmel ist die Kontemplation, gerade auch bei Benedikt wichtig. Gott können wir nicht sozusagen konsumieren, aber schauen. Wirtschaftsagentur war es aber natürlich spannend, die Frage zu stellen, kann man denn dieses akademische Konzept und diese Fragestellungen auch in eine wirtschaftliche Welt übersetzen? Und wir haben Wiener Unternehmen eingeladen, sich zu überlegen, wie sie ihre eigene Roadmap zu einem digitalen Humanismus entwickeln könnten. Was heißt für ihr eigenes Unternehmen, für ihre Organisation digitaler Humanismus? Wie kann der die Produktpipeline, die Unternehmenskultur, Entscheidungsprozesse im Unternehmen auch wirklich nachhaltig verändern und dort auch erlebbar werden quasi. Und zu unserer großen Freude sind sehr viele Unternehmen dieser Einladung gefolgt. Wir haben dann mit Hilfe einer Jury die besten Konzepte ausgewählt und werden jetzt wirklich 11 Unternehmen dabei unterstützen, ihre eigene Roadmap zu einem digitalen Humanismus zu zeichnen. Wir haben diesen Ort unter anderem auch deshalb gewählt und er ist deshalb so großartig, weil wir, wie bei der Einleitung gesagt, die Welt besteht aus nicht nur Information, sondern auch Materie und aus Energie. Es gibt aber auch eine vierte Dimension, die mit die Welt auch aus etwas besteht, was man das Formlose nennen könnte, nämlich also Raum. Und Raum gibt es hier sehr viel. Und dieser Raum ist ein Raum der Spiritualität. Es ist ein Raum, den wir hier wahrnehmen und der uns aus dieser Bedrängung, der Befüllung des Alltags und der Informationen heraus